Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm. Wir sind ja reingestartet in die neue Episode. Und so wie es ausschaut, haben wir es jetzt auch endlich geschafft, dass wir von der Schule fliegen. Ganz so schnell hätte ich damit jetzt eigentlich nicht gerechnet, aber es ließ sich wohl nicht vermeiden. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Oh, genau, der hat uns gerade noch gefehlt. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was uns die Rachel schreibt. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way Real Max did. Hier haben wir noch einen neuen Eintrag im Tagebuch. Max, wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist? Um loszulassen, meine ich. Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben es satt. Bye bye, Bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. In vage verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein, aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. Neue Personen sind Rachels Eltern. Dann haben wir hier, jede Menge neue Nachrichten. Einmal von Mama. Das war schon genau, wo der Brand ausgebrochen ist. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Gott sei Dank, sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder, Chloe, wirklich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Dann haben wir eine Nachricht von Elliot. Heilige Scheiße, hast du Wells SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Eine Warnung, Eilmeldung, Neuigkeiten zum Feuer. Arcadia Bay Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon, 2.02 Uhr, Samstag, 8. Mai 2010. Aktiver Waldbrand der Klasse D, nicht unter Kontrolle, lassen Sie Vorsicht walten. Ziehe öffentliche Medien für Straßenschließungen. Dann neue Meldungen von Rachel. Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super. Du wurdest zur Spionin geboren. Springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Aha, währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. War's wert. Wells ist scheiße, das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du.
Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Und das ist dann wohl... Ah, nicht. Dachte schon, der schickt seine Einladungen per SMS. Aber das ist wohl eine... Wegen dem Feuer noch, Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Staatspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Arcadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie vom oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Ja, so viel zu unseren neuesten Nachrichten. Dann schauen wir uns hier mal. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. So, außerhalb der Schule Drogen verkaufen ist also keine Straftat. Das wäre gut zu wissen. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Tritt dem Vortex Club bei 15.05.10. Der Sturmparty. Blackwell Schwimmbad. Alle Schüler von Blackwell willkommen. Ja, damit sind wir raus. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Ulma? Na komm. Was soll's? Okay. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Oh, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Ja, wir sollten auf jeden Fall zu der Aufführung gehen, denke ich, wenn wir ihr schon den Platz verschafft haben, beziehungsweise, dass sie da bleiben kann. Und wenn er uns die Tickets besorgt. I mean, I'm not really big on making plans, but maybe. Cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. So, dann werden wir das halt mit ihm besuchen.
My other vehicle is drama. Piss head much? That has to be Skip's car. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Okay, dann schauen wir mal, was hier sonst noch so rumliegt. Max would have loved this shit. Blackwell Akademie, die Zukunft braucht Exzellenz. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch die Prescott-Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die die künstlerischen Talente der Schüler fördern soll. Kunst 101, visuelle Konzepte, 102, Einführung in Komposition, 103, Einführung in die Keramik. Kunst 201, Photoshop für Fortgeschrittene, 202, Einführung in die Charaktermodellierung und Animation. Kunst 301, Fotografie und 302, freies Lernen, nur auf einer. Besonderen Dank an Caroline Prescott. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Wells's car. Crushing spirits must pay pretty well. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Okay. Yeah. Bye, elitist Blackwell bird. Ja, ich glaube, wir haben uns alles angeschaut. Dann wird uns wohl oder anderes nichts übrig bleiben. Wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als uns Predigt anzuhören. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. It's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this worse. Na dann mal los. Chloe. Your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier?
Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Sind eigentlich beide Antworten richtig? Aber wir nehmen jetzt mal die. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother. We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Ich denke, wir sollten mal unserer Mutter einen Gefallen tun, auch wenn es nicht funktionieren wird. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Ja. Mom. Restart versaut. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Let's go, Chloe. Quit stalling. Ja, Neustart versaut. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist, and I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were expelled. Somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt. And you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook. I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Was nehmen wir denn jetzt da wieder? Die Links sind eigentlich, dass wir Mr. Arschloch nicht aushaben wollen. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe.
In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Na bravo. Aber das wussten wir eigentlich auch schon, dass wir den Typen nicht loswerden. Genauso wie wir schon wussten, dass wir von der Schule fliegen werden. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Ja, schauen wir mal, ob er damit wirklich recht hat. Aber dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.